Hallo lieben Barqueens, heute gibt es einen Klassiker aus Österreich. Du kannst ihn als Dessert oder auch als Hauptspeise genießen. Na, hast du schon eine Idee? Genau, ich backe heute einen Kaiserschmarrn. Diese Zutaten brauchst du für den köstlichen Kaiserschmarrn. 4 Eigelb, 4 Eiweiße aufgeschlagen zu Eischnee, 30 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, 375 Milliliter Milch, 125 Gramm Mehl und eine Prise Salz. Eigelb, Zucker, Vanillezucker und Salz rühre ich mit dem Handmixer schaumig, bis die Masse hellgelb und cremig wird. Dann gibst du die Milch und das Mehl hinzu und vermengst alles. Das steif geschlagene Eiweiß hebe ich nun unter den Teig. Dann musst du in einer Pfanne Butter erhitzen und den Teig einfüllen. Bei kleiner Hitze braten, bis die Unterseite leicht gebräunt ist. Jetzt kannst du den Teig wenden. Ich schaffe das nicht immer komplett und viertel den Teig. Auch diese Seite wird leicht gebräunt und dann zerreiße ich den Teig und lasse ihn noch etwas anbraten. Servieren kannst du den Kaiserschmarrn zum Beispiel mit Puderzucker oder auch mit Apfelmus. Ich werde jetzt meinen Kaiserschmarrn genießen und bin gespannt, was du zu dem Rezept sagst. Schreib es doch einfach unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!